Scheiße, jetzt aber schnell weg hier. Wo ist mein Handy? Wo ist mein Handy? So, okay, dann machen wir uns auf den Weg. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Da sind wir wieder. Diese Tafeln von irgendwo. Die Polizei hat Downtown Chicago abgesperrt. Da, ein WKC-Wagen. Den muss ich ausschalten. Die Polizei glaubt, Pierce spiele die Rolle des Rächers schon seit Monaten. Er gilt als brutal und möglicherweise labil. Möglicherweise? Ich bin labil. Ruf die Bullen. Das Achso, ist der Typ. Das ist wirklich einer. Ist das nicht Aiden Pierce? Nein, bin ich nicht. Ich bin Payden Eos, der nationale Sicherheitsbeauftragte von Lach mich tot. Ist das nicht Aiden Pierce? Nein, 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 ich bin... Was ist das denn hier? Lol, okay. Um ehrlich zu sein, suche ich gerade ein Auto, mit dem ich die Autos schnell verfolgen kann. Hey, sieh! Das ist der Kerl aus den Nachrichten! Ja, und wenn du mich nicht gleich in Ruhe lässt, bring ich dich um. So, fertig. Und da habe ich mein Auto. Das ist er! Oder ich nehme gleich das da. Oh, das sieht besser aus, das... Oh Gott, das ist der Kerl! Nein, das ist er nicht. Na dann. Holen wir uns den Typen mal. Du machst das viel zu schwer, Aiden. Zwing mich nicht, dich zu verraten. Es gibt uns immer. Wieder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem Video... Sehen, was ich kann. Das kommt davon, wenn man den Deal mit dem Teufel macht. Ich sollte hier weg. Okay. Wenn ich Glück habe, entkomme ich den Radar, aber ich glaube eher nicht. Lass dich nicht knappen, mein Junge. Das wäre nicht gut für deine Schwester, oder? Oh. Gut, dass es hier gerade ein Highway ist. Aber das... Oh, den letzten entkomme ich nicht. Alle Einheiten, CTOS-Scan beendet. Position des Verdächtigen wird übermittelt. Fuck. Stop! Das war uncool. Ein SUV wurde zum Standort des Verdächtigen geschickt. Ulala. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht mit dem Schießen. Wir müssen ihn platt machen, ich fahre ihm in die Seite. Achtung! Fuck, ich hasse Helikopter. Schnell da drunter! Schnell da drunter! Okay, momentan ist alles cool. Lass mich bloß im... Ich tue gerade ein bisschen wenig reden. Möchte ich entschuldigen. Aber es ist gerade sehr... Riskant hier. Verdächtiger vor Ort, wir sehen ihn.
Wo sind die Leute? Okay. Theoretisch habe ich jetzt die Chance zu entkommen. Theoretisch. Ja, ich versuche zu entkommen, das ist vollkommen richtig. Wäre auch komisch, wenn nicht, oder? Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwitten. Die Kacke haben ihn verloren. Nein. Wir sind auf dem Weg. Oh, habe ich hier ein Schwein. Nein. Komm schon, was ist denn das für ein Boot? An alle, dem Verdächtigen wurde ein SUV hinterhergeschickt. Komm schon, schneller. Wow, Geschwindigkeit. Wir haben es gleich geschafft. Leitstelle, Verdächtiger ist weg. Wir brechen ab und kommen zurück. Oh, endlich, ey. Endlich haben wir es geschafft. Sehr gut. Mal gucken, ob das Ding auf Land auffährt. Yay. So. Also, komm, Motorrad. So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer Aufnahme. Ich konnte euch ja noch gar nicht richtig begrüßen. Es war recht spannend bis jetzt alles. Und ja. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe von Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Funktioniert nicht, schade. Aber schick, was du hast, irgendwie krieg ich das hin. Okay, ich fahr wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Die Fons liebes Nest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Okay, ich muss natürlich nur erstmal irgendwie da hochkommen. Wieder. Ich glaube, den Aufgang finde ich hier irgendwo. Wow. Nö, ich finde nur Tod und Hass und ja. Es ist eine sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit für alle, die sich fragen, warum sollte sich das jemand fragen? Warum? Ja, diese dummen Ansagen manchmal von mir. Ja, es ist eine sehr ungewöhnliche Aufnahmezeit. Denn es ist 6 Uhr früh und zwar. Wow, ich habe irgendwie so ein Problem mit dem Fahren gerade. Es ist 6 Uhr früh und zwar nicht nach dem Aufstehen, sondern noch, ich bin noch munter, ich habe jetzt sehr viele Stunden lang wichtiges Zeug gemacht, ganz wichtiges Zeug, bei dem, ja, finde ich auch, gut, dass du mir zustimmst, bei dem ich, ja, bei dem ich eigentlich, ich habe eigentlich nur stundenlang gezockt und habe dann vergessen, oder habe mich dann verguckt in meine Aufnahme und dann habe ich gesehen, hey, es ist gerade so gegen um 4, als ich die Aufnahme noch prüfen wollte, habe ich gerade mit dem Motorrad das Auto weggecrashed. Okay. Habe ich nochmal gefunden. Ja, oh, ey, du hast da übrigens für heute keine Aufnahme mehr. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, das ist jetzt irgendwie doof, was es ja wirklich ist. Und da habe ich überlegt, nein, nicht so. Da habe ich mir überlegt, hey, cool, dann tust du dich halt jetzt um 6 frisch machen und tust aufnehmen. Ja. Ich würde gerne in diesen Zug einsteigen. Ich will einsteigen, nicht losfahren lassen. Einsteigen.
Super. Na dann. Wo müssen wir hin? Wir müssen zu Defaults Liebesversteck. Und da machen wir auch gleich hin. Ja, und darum nehme ich jetzt einfach mal auf. Ich schiebe immer die Aufnahmen von ich schiebe immer die Aufnahmen von. Wo bin ich denn hier? 1, 2, 3, gleich habe ich's. Ich schiebe immer die Aufnahmen von Watch Dogs ein bisschen vor mich her, ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich weil ich so schlecht darin bin. So. Wo ich ja zunehmend besser werde, muss man gestehen, ja? Ja, wenn man nicht aufpasst. Sagt der ein Fufo die Dings. Muss hier komplett rein, gell? Das hier ist also sein kleines Spielpalästchen. Nee. Huch. Ich hatte es kurz gelackt. Komme ich hier weiter? Oder ist es einfach nur so eine kurze Eingangshalle hier? Ach, sieh einer an. Nee, bin ich richtig hier? Doch, bin ich. Ich komme hier hinten raus. Super. Oh! Eieiei. Na dann. Das ist die Gegend. Jetzt muss ich nur noch diesen Kerl finden. Das Wir haben Defaults Aufenthaltsort. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte da nichts mehr für Daniel. Wo bist du? Hier ist so eine Webcam. Bin da ein Zugang? Dann sieh dir an, was ich gefunden habe. Dann öffnen wir mal den Profiler. Hey. Ja? Oh nee, das brauchen wir nicht. Ich dachte, das ist aber schade. Das ist was Spezielles. Nanu. Sag mal ein bisschen da drüben. Nicht der Mann, den ich suche anscheinend. Eine Frau ist es auch nicht gewesen. Ich verstehe nicht ganz, wer von den Leuten... Debug sein soll. Ich denke aber höchstwahrscheinlich sitzt er... Glaubst du, er hat dich im Verdacht? Ich weiß nicht. Das wäre scheiße. Oder der große Zahltag. Aber wenn er Stress macht, steht's in allen Zeitungen. Was hast du in der Hand? Ich habe ein Video von ihm mit einem Kerl. Geht gut ab? Woher
hast du das her? Hey, das ist das Beste. Er hat's im Netz. Nur halt an Orten, wo sich aus dem Büro keiner rumtreibt. Ich zeig's dir morgen. Ich muss los. Ja, die machen das für ein Drittel des Geldes. Ja, aber Mexiko? Haben die denselben medizinischen Standard? Ja, er hatte es in einem Spind. Oh Gott, ich wusste, dass er Probleme hat, aber... Warum wissen die schon, was das ist? Wo bist du? Die Polizei untersuchte es, aber sein Brief war eindeutig. Er wollte so viele wie möglich mitnehmen. Also müssen wir jetzt auch nach Thermosflaschen suchen, nicht mehr nur nach Waffen. Fantastisch. Wo bist du? Kann ja nicht sein, dass das mal weg ist. Ich muss mal niesen, kleinen Moment.